Brauche ich jetzt ja, glaube ich, auch nicht aufnehmen. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich dachte, wir nehmen immer alles auf. Wir nehmen immer alles auf. Na gut. Also haben wir doch bisher, glaube ich, auch immer so gehandhabt. Ja, gucken wir hier mal ein bisschen bei solche zu. Willkommen zurück. Hier probiert. Ja, ja. Das sieht aber schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ja, hier oben wurde es gut abgeschlossen. Cool. Und wieso geht es unten nicht? Weil ich noch nicht den richtigen Block dazu gefunden habe. Es muss nur einer sein, der da in diese Ecke reinpasst, ne? Moment, ich brauche jetzt erstmal normal genau so einen. Okay, der ist zu groß. Den gibt es auch einen kleinen. Stell doch einfach China in die Ecke, vielleicht funktioniert's ja. Ach, das ist wieder das Problem, weil es die halbe Höhe ist. Und es gibt keine Ecken mit halber Höhe. Das ist die Sache. Genau das ist das eine Teil, ja. Was fehlt. Genau, es gibt keine Ecke mit halber Höhe. Wenn es jetzt hier diesen einfach nur ein halb so groß gäbe. Meine Freunde, ja? Das Lied, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie gehört. Aber ich kenne den Text dadurch, weil das ein Freund von mir früher immer gesungen hat. Oh Gott. So, ich gehe jetzt erstmal Sauerstoff auftanken. Ja, dürfen die das? Klar. Okay. Jetzt könnte ich Yam-Yolum den Refrain oder was auch immer das ist. Ich kenne den Refrain. Ach so. Okay. Also habt ihr euch schon verabredet für heute Abend oder wie? Wieso? Naja, meine Freunde sich gegenseitig in den. ist ja nicht gesagt. Dass wir diese Strophe meinen. Ach so, ist es ja nicht gesagt, wer gemeint ist, ne? Ach so. Man kann ja auch mehrere Freunde haben. Ich hab jetzt gedacht, ihr werdet meine einzigen Freunde. Oh. Aber dazu hätte ich auch noch einen random Fact. Wir sind deine einzigen Freunde. Zehn ja. Mann sind ein Kreis, ne? So. Ja, aber gut, aber was machen wir jetzt? Also wir kriegen ja diese... Ich probiere noch. Weil eins müsste fast irgendwie dabei sein, das passt nicht. Es gibt aber keine Ecke mit der halben Höhe. Die gehen alle nach oben. Selbst diese kleinen Dinger gehen alle ganz bis nach oben. Und wenn es noch so ein ganz dünner Zipfel ist. Zehn Mann sind ein Kreis? War das jetzt die ganze Anekdote? Ja, du kannst drüber nachdenken. Ja. Ja. Ich habe aber sowas Ähnliches gefunden, Jolan. Nämlich? Vielleicht sollten wir es auch sagen für alle, die interessiert sind. Nächste Woche Donnerstag gibt es dann an dieser Stelle wieder Starbound. Ja, richtig. Starbound. Ist die Schiene denn dann da? Nein. Was? Nicht da. So könnten wir das machen, Jolan. Ja, wenn wir das so rüber bauen, welche sind denn das? Also das an der Seite ist Rampe C unten. Das ist vorletzte Reihe. Vorletzte Fast Reihe. Ganz letzte. Rampe C unten, ja. Rampe unten C. Und das andere war lange Ecke D. Das ist ganz oben Mitte ungefähr. Lange Ecke D, okay. Ja, dann baue ich das um. Dadurch ging es natürlich wieder ganz viele Stahlblöcke verloren. Also ich finde das gut, wenn wir das zur Hand haben können, ihr baut, weil ich drehe ja schon durch, wenn ich nur höre, was es da alles für Blöcke gibt. Ja, da muss man sich reinfummeln. Also macht ihr das besser und ich mache hier als Ein-Mann-Armee, erstürme ich dann immer Sachen. Aber fummeln muss ja auch nichts Schlechtes sein. Richtig. Außer auf Omikron, da habe ich es letzt Singleplayer-mäßig was gespielt. Boah, da gibt's ja so ein Gebäude, das ist ja, also da übertreiben sie es nochmal ordentlich mit der Schwierigkeit. Und dabei ist Omikron ja auch noch nicht mal der gefährlichste Planet an sich, ne? Fliegst du auch manchmal durch die Gegend solche? Nein. Ich schon. Meistens bist du danach in der Nähe. Ich kann da nichts dafür. Ich habe mal eben nachgeguckt. Nächste Woche Donnerstag um diese Zeit stehe ich vor dem Händlerraum Wache. Also doch kein Starbound oder wie? Shit! Du auf der Convention. Nein. Auf der Euroference. Auf was? Auf der Euroference. Okay, dann müssen wir vielleicht wieder eine Woche verschieben. Hey? Das sieht wohl so aus. Das heißt, Empyrean wird dann sicherlich irgendwie auch ein bisschen weniger dann irgendwann kommen, wenn diese Folgen alle sind.
weil sich Imperion-Aufnahmen dann ja auch verschieben. Was mir dann aber auch die Möglichkeit gibt, weiter aufzuholen. Das stimmt. Ich muss mal eben fragen, welche Ecke war das nochmal? D, ne? Lange Ecke D und Moment, hier, ja. Rampe unten C. Ja, genau. Okay, wie hast du diese Ecke jetzt hier gemacht? Ich komme ja nicht um die Ecke. Das sind aber nochmal wieder andere Blöcke hier, die du da hast. Was? Oder, ach nee, die liegt. Ach, die liegt seitlich. Ich versuche gerade hier noch irgendwas hinzufliegen, dass das einigermaßen gut aussieht, verdammt. Ich versuche gerade das nachzubauen, da um die Ecke zu kommen, was du da gemacht hast. Schlag es mit einem Schraubenschlüssel, vielleicht sieht es danach besser aus. Wenn das hier gehen würde, dann würde ich das sogar machen. Wenn ich wüsste, was sie da macht, könnte ich jetzt so einen Kommentar lassen wie, es sieht auf alle Fälle besser aus, aber ich weiß ja nicht mehr, was sie da macht. Achso, das sieht aber auch wieder nach der Rampe aus. Bist du auf dem Planeten, China? Ja, ich bin die ganze Zeit hier unten sehr beschäftigt. Mit? Sortieren. Allerhand Sachen. Zum Beispiel ist unser Empfangsraum jetzt etwas leerer. Was? Ich habe Angst, da runter zu gehen. Obwohl. Außerdem stelle ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen für so ein komisches Raumschiff, was ich vermutlich nie sehen werde, ja. Ach, wir lassen dich nicht zurück. Wir brauchen ja was als Kugelfang. Das ist aber nett. Gell? Du kriegst dann die schwere Rüstung, damit du zwei Treffer aushältst. Spike. Was willst du mit meinem Hund? Geiler Tipp. Ach so, nee, ist ja der andere Spike. Wow. Gut getroffen. Ah, das ist die andere. Gutes Auge. Gutes Auge. Das ist doch schön, wenn der Chat dann mithilft, ne? Ja. Nee. Also alle Blöcke von Wert habe ich, glaube ich, wirklich schon mitgenommen. Dann ist jetzt halt nur noch wirklich ein bisschen Stahl übrig. Wie bist du denn um die Ecke gekommen, solches? Welche Ecke? Hier. Unten, die unterste Reihe. Da hast du die Ecke hingelegt, die dünne? Das ist aber klar, aber welcher Block ist dann auf der anderen Seite? Den hat mir gerade Spike verraten. Moment, den zeige ich dir gleich. Und zwar... gerade drin. So, ich mach mir hier kurz ein paar weg. Ja. So. Welcher ist das, der jetzt hier neben kommt? Oder habe ich die Ecke schon falsch gesetzt? Das passt ja nicht. Jetzt bloß richtig drehen, irgendwie. Es ist lustig, dass ich deine Drehsounds habe. Gibt's die auch nicht mehr? Doch, ich höre solche Sounds, wie er sie dreht. Okay. Jetzt ist er. Wir nehmen mit dem hier. Drehen den Zeug immer wieder richtig hin. Ist das die große Ecke D? Nee, mal, warte mal kurz. Das hier ist die Rampe. Die halbe, die normale. Wir sind okay. Super. Und was doch, dann war der falsch. Und hier passt die Ecke hier rein. Die Ecke, große Ecke B. Ich komm gleich mal bei euch vorbeigeflogen, mir das mal so angucken. Ja, wir designen gerade einen Flügel. Okay. Nur den Flügel gerade. Das ist sehr... Nimmst du Materialien mit? Bitte. Wir brauchen unbedingt auch Blöcke. Ich bringe euch Stahlblöcke mit und so. Ja, ich müsste Hangartore oder sowas bauen. Ah, habe ich hier abgebaut. Ich bereite mich gerade auf einen Weltraumspaziergang vor. Moment, wir haben doch Volltore. Muss schneller sein wie China. Volltore müssen wir dabei haben. Die müssen zur Not auch wieder in meinem Raumschiff sein. Klickerer Dumms. Alles klar, okay.
Wo ist mein... Da ist mein Raumschiff. Ich pack das jetzt alles erstmal hier ein bisschen rein. Das kann ich reinlegen. So, da muss ja wieder eine Ecke hin. Oh, ich mag nicht mehr. Jetzt kann ich wieder... Jetzt konnte ich wieder kurzzeitig nichts bauen. Also irgendwas stimmt heute nicht mit dem Server. Es ist... Nee, der hat echt Schluck auf. Oder es liegt an der Version. Ich habe auch so die Vermutung, es könnte die Version sein, dass das letzte Update dem Server nicht so gut getan hat. Vielleicht war das auch nur Client-Side und da haben sie für den Server noch gar nichts gebracht. Ich muss mal ganz kurz den Bildschirm umschalten. Na. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Ich habe vorhin mal kurz beim Neustart auf DVI umgestellt. Aber ich will ja über HDMI gucken. Danke, dass du mich dran erinnert hast, solche. Klack, klack, klack. Ich muss ja nur auf W drücken, weil ich gerade fliege. So, Input, So, Input. alles kurz hier rein. So, gibt's dafür auch eine Ecke? Obwohl, da könnte die Pyramide passen, die eben angesprochen. Oh, ich muss dran denken, das Abbremsen funktioniert im Moment nicht so gut. So, Ressourcen sind unterwegs. Ich war schneller. Hast du Rolltor dabei? Ja. Behaupte ich einfach mal. Oder zumindest das. Ja, ich habe so einiges im Stück abgebaut, ne? Ja, einen Moment, ich muss erstmal aus der Atmosphäre raus. Ich kann den Schub gerade nicht stoppen. Oh, ich bin. Sonst falle ich nach unten, während ich im Inventar nachgucke. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite gelandet. Aber egal, ne, man landet ja auch nicht mitten im Wohnzimmer sozusagen, ne? P-Geräte. Leute, Material ist da. Achso. Bedient euch. Soweit war der solche auch noch nicht. Dieses Problem hat er sich auch noch nicht angeguckt hier. Was? Ich komme gleich wieder rein. Moment. Ja. Ich suche nur erstmal wieder irgendwas, was anschließt. Mist, bei 19 Frachtbox weiß ich nicht, welche ich das reingepackt habe über P. Ich habe ein paar Stahlblöcke mit bei. Cat Quest, sagt mir das was? Ich weiß, es gibt ein Spiel, da ist mir so eine Katze. Und die muss in einem Dorf Abenteuer erleben. Ist das das? Wo man es so von hinten sieht, also so aus der Third-Person-Ansicht? Müsstest du dann in den Shop gucken. Okay, das sieht schon mal gut aus, aber dann... Was... Ja, Belly hat da scheinbar gerade reingeguckt. Neon-Base müsste interessant sein. Gekauft, für sie hier, aber ich habe mir direkt so nicht angeguckt. Schauen wir uns erstmal das hier mit der Ecke an. Obwohl. Wo gerade die Problematik herrscht. Die passt nicht. Belly, guck mal eventuell nach dem, was ich eben gerade gepostet habe. Nein. Das müsste was ähnliches wie Down Stars sein. Bus mit Katzen auf dem Mond. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber ich habe es mir auch nur nicht geholt. Ich hab's einmal in einem YouTube-Video gesehen gehabt. Das ist doch das mit den Milchminen oder sowas, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Das war recht stark zu Anfang noch, was ich da gesehen habe. Okay. Also ich brauche auch noch definitiv mehr Gegenschub. Beton oder sowas braucht ihr wahrscheinlich nicht mehr im Weltraum, ne? Nee, das kannst du nicht platzieren. Weil ich sortiere gerade nach Basis und Weltraum und... Man soll vielleicht einen Helm aufsetzen. Blackout Pit, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir, mein Guter? Hallo, Pit. Hey, Blackout. Ein Pity. Du hast so, die ganzen Bugs verpasst. Ach, wir finden neue. Nur für ihn. Ja, da kommen bestimmt noch ein paar. Die kommen jetzt alle 5 Minuten hier an und wollen mitmachen. So, wo habt ihr ein schönes Lager? Noch gar keins. Noch gar keins? Da muss ich also in den Konstruktor legen. Das so machen. Oder warte mal. Wo bist du denn? Wer? Gollum?
Ich bin hier an meiner Ecke. Ja, guck mal, erstmal würde ich es mal so machen und dann lass mir erstmal den hier frei, den. Ach, die Schadkiste. Ja, aber wenn wir dann nichts Passendes haben, dann sieht es ja am Ende nicht gut aus. Das ist das Problem. Nicht verschieben weiß ich nicht, ob das so gut ist. Vielleicht habe ich noch eine Idee. Vielleicht. Aha. Na dann. Dann hau ich die Ecke mal wieder weg. Irgendwie ruckelt das bei mir gerade ziemlich blöd, wenn ich da rumschwebe. Ist das bei euch auch so? Ja. Ja? Komisch. Ja. Manchmal setzt es mich auch irgendwo anders hin. Das hatte ich bei der Famica Station nicht das Problem irgendwie. Seltsam. Ich auch erst seit dem Neustart. Hm. Okay, hier haben wir schon unseren nächsten Bug. Hä? Okay, dann ich mache erstmal hier weiter. Mit den Ecken kriege ich gerade echt zu viel. Ihr habt am Konstruktor einen Frachtblock zu stehen. Mit ein paar kleinen Vorräten. Ah, sehr schön. Das heißt, oh ja, gut, dass du sagst. 124 Essen ist irgendwie ein bisschen wenig. So, ich habe alles abgelegt, was ich an Vorräten hatte. Ihr braucht dann bestimmt gehärtete Stahlblöcke L, ne? Ja. Okay. Ach, jetzt wollte er das schon gehärtete haben. Ja, natürlich. Oder haben wir gehärtete? Ja, bisher muss normal. Ich hab euch. Dann normale. Ich hab jetzt gehärtete gemacht. Wir müssen es doch eh aufrüsten drei, später. 3 P2, Moment. Ich guck schnell. Ah. 3 P2, das wäre die runde Rampe. Da ist schon sowas wie eine Brücke. Ist ein bisschen dunkel da drin, aber ja. Die runde Rampe passt leider nicht. Mit Sauerstoff. So sieht das bestimmt cool aus, oder? Jollum, was? Moment, komm mal eben. Ach, da. Ah, ja. Du würdest das doch... So ein Zinnlook, ja, das geht, das kann man machen. So, ich brauche noch einen gehärteten Stahlblock S. Definitiv. Ah, okay. Wie sieht es denn mit der Aufnahme aus? Wie viel haben wir denn schon? 17 Minuten bin ich. 17 Minuten. Wieso? Nur so. Ach, wegen... Gibt's noch nicht auf wegen Pause. Steam. Wegen Pause, ja, das ist... Machen wir dann bald. Da ist jemand aus irgendeinem Grund tief gefallen. Ah, ich. Das war solche, ja. Wie immer. Was sagst du zu dem Raumschiff bis jetzt? Zu dem Flügel hier, den wir designen? Hier drüben? Ja, und da kommt dann der Hangar rein, oder wie? Nee, der kommt unten drunter. Unten drunter, okay. Welche Ecke war das jetzt nochmal außen? Ah. Welche meinst du? Ah, und ich hänge da unten ja so dran, so in schön. Der obersten, also die höchste quasi, die ganz oben, ganz außen. Da haben wir was übersehen, Moment. Erstmal müssen wir hier freilassen. Genau, hier ist noch ein bisschen zu viel. Und oh, jetzt bin ich wieder weggeschubst worden. Ich glaube, du schubst mich einfach immer weg. Vielleicht, das war, könnte tatsächlich ich gewesen sein. Das ist die Ecke, schon... große Ecke B. Ach, ich fliege ja eh gleich runter. Aber die kommt ja noch nicht hier hin. Jetzt hast du ein bisschen zu viel weggemacht, oder? Die kommt hier hin. Juhu! Dahin? Zwei frei? Hier ist nur einer frei. Du hast ja was vergessen. Wo ist denn? Ach so. Das war jetzt mal falsch hin. So. Nee. Beep, boop, beep. Ah, alles klar, ja. Ihr einigt euch da schon irgendwie. Aber halt dann hier. So. Ihr einigt euch und ich flieg runter auf den Planeten. Ja, das ist gut, dass wir beide uns dann nicht noch mit dazwischen ja. Dann hätten wir endgültig das totale Chaos. Es sieht anders aus. Da vorne fliegt deine Tigerkreuzer. Zwei müssen sich schon einigen. Abfangmanöver starten. Enemy Tiger Toad, locked in. So, ich baue jetzt erstmal hier schon mal den Ansatz von einem Hangar, damit wenigstens Bronco ein bisschen Platz hat. Problem ist, die Tigerkröte ist genauso schnell wie meins. Du musst bei Bronco was abbauen. Oh. Schöne Außenansicht. Solche? Ja? Wir müssen das Ganze noch auf einer Seite erweitern, weil so geht es nicht. Habt ihr einen Block zu weit? Falsche Anzahl, einen Block zu wenig. Okay. Es geht nicht auf. Willst du nochmal alles aufbauen? Ja, müssen wir. Also guckt es dir an. Ihr braucht diese Symmetrie. Komm mal her, wo ich so ungefähr stehe. Und guckst dir an. Du kriegst es nicht symmetrisch hin. Wo bist du denn?
hier oben. Ach so. Ich gucke von oben hier runter. Und es ist halt so, wir haben immer jetzt jeden zweiten Block gesetzt. Wir haben jetzt immer jeden zweiten Block gesetzt. Und es schließt halt nicht an der Ecke ab. Also. Ja, wir können ja eins weiter nach hinten gehen. Ah. Ja. Oder so, dass es passt. Ich habe mich gewundert, was hier liegt. Also wir müssen halt hier nur die Wand hier, die ich schon mal gesetzt habe, einmal komplett abreißen. Das ist ja jetzt kein großer Aufwand. Ja, was wunderst du dich? Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, der Schmelzofen, der hat mich verunsichert. Ja, ich habe keinen sinnvollen Platz für ihn gefunden in der Basis. Fünf Minuten Pause angesagt? Die mache ich jetzt auch eben, die Minutenpause. Die 5 Minuten Pause, ich muss mich aber nur schnell noch ins Cockpit schmeißen. Ja, das mache ich auch. Elendigste Stücke. Ja, ich glaube, ich mache weiter, weil ich brauche noch Drill-Charges und so, also so neue Multiladungen und so. Ach ja, da haben unsere beiden Weltraumarchitekten jetzt angefangen, hier so das große Schiff zu bauen, ne? Und man kann noch nicht so wirklich ganz erkennen, was es genau werden soll. Also ich habe mich da ja einfach unten dran gepappt. Ich habe nicht gewusst, ist das die Oberseite, ist das die Unterseite? Darf ich mich überhaupt da hinstellen oder werde ich gleich angemolzt? Hey, jetzt gibt Parkplatz, weg damit oder was? So oder so, ich kann über meine Performance, kann ich jetzt nicht motzen, ne? Ich habe den langweiligen Part übernommen, die Station da auseinanderzubauen. Nicht ganz, aber wenn die Jungs noch mehr Stahlblöcke brauchen, ne? Ist ja jetzt nur so 6 Kilometer entfernt oder wie war das, ne? Kannst ja einfach mal hindüsen. Meine Planung für die nächste Folge, ganz ehrlich, bin ich mir nicht ganz sicher, ne? Ich meine, vielleicht brauchen die Jungs ja trotzdem noch ganz viel Zeug, ne? Und dann werde ich da natürlich auch ein bisschen Supportflüge machen. Aber sonst, ja, was plündern? Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Promethium holen, ne? Weil so ein großes Schiff, ne? Das verbraucht ordentlich Sprit und Power. Also, wäre vielleicht eine Idee, aber lass mal auf uns zukommen, ne? Danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Wäre super. Bis dann.